Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Heute zocken wir Death Gasp VR. Das ist eine Umsetzung von einem Horrorspiel. Ja, wir kriechen durch fiese Dungeons und werden von ganz fiesen Kreaturen verfolgt. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke meine Sponsoren, Woodghost VR, Oppermann Events, Nursing Skills, Andy Defelser VR Ambassador und Alphablet Interactive. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, willkommen im Spiel. Da wird schon gesungen. Wir können hier alles Mögliche einstellen. Von der Lautstärke hier habe ich mal auf Best gestellt, von der Grafik her. Und hier können wir irgendwas mit der Maus einstellen. Bisschen merkwürdig. Wir gehen einfach mal auf The Lost Entrance. Wow. Irgendwie habe ich keine Kontrolle. Ich hoffe, das ist richtig so. Boah, das ruckelt! Oh mein Gott! Kann man hier nochmal ins Menü? Ah, wir können hier links und rechts lehnen. Boah, da wird einem ja richtig übel von. Oh Mann! Boah, das ist ganz bitter. Ich hoffe, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie ins Menü wieder reinkommen. Ne, kommen wir nicht. Dann müssen wir es wohl so ertragen. Ich hoffe, das ruckelt bei euch nicht zu stark jetzt. May the shadows consume our souls. Also man merkt sofort, dass dieses Spiel nicht für VR gemacht ist. Sowohl die Steuerung als auch diese Bewegung hier, die sind überhaupt nicht für VR gemacht. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich meine, es sieht schick aus, da kannst du nichts sagen, ne? Aber es ruckelt halt extrem. Und die Steuerung ist auch komisch. Also jetzt zum Beispiel drücke ich den Index-Controller nach vorne und nach hinten und er geht mal wieder zur Seite. Das habe ich so oft und ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, warte mal, vielleicht hat das damit was zu tun, wie ich mich hier drehe. Nee, er geht nie in die Richtung, wo ich die Index-Controller hindrücke. Egal, ich drücke das halt jetzt so ein bisschen seitlich nach oben. Find the stairs. Boah, ganz bitter ist das. Das kann ich euch jetzt schon sagen, dass ich das nicht lange spielen kann. Das ganze Bild schaukelt auch, weil anscheinend irgendwie werden die Schritte so irgendwie simuliert. Das ganze Bild wackelt so hin und her. Ich weiß nicht, ob ihr das im Video auch so seht, aber davon wird einem unglaublich schlecht. Da sind Treppen, das sieht doch gut aus. Und außerdem hier. Diese Lichter, die scheinen so hart auf meine VR-Brille, dass ich die Umgebung gar nicht mehr sehe. So von der Seite, ne? So komische Strahleffekte oder was sind das? Okay, jetzt kann ich gar nicht mehr geradeaus gehen. Jetzt muss ich. Jetzt tue ich gerade den Controller nach hinten. Jump. Ne, jetzt kann ich nicht mehr geradeaus gehen. Tja, ich weiß nicht, wie ich das retten soll. Ich kann mit dem Touchpad gehen. Okay. Wenn wir mit dem Touchpad gehen, dann geht's. Cool. Oder auch nicht. Nee, ich habe zu viel versprochen. Es geht doch nicht. Alter Falter, ist das jedes Mal ein Shit. Das ist halt eine ganz schlechte VR-Portierung. Und das ist schade, weil so ein Spiel ist natürlich toll in VR eigentlich. Boah! Was, wer bist du denn? Travel, your time has come to prove yourself. Das ganze Bild wackelt hoch und runter. Die ganze Zeit so. Und ich habe keinerlei Ahnung, warum. Oh, still, here's hope. You are not dead. The living can open the gate.
The living can touch the ancient diamonds. Follow their path. Find the diamonds. Wir sollen Diamanten finden. Und alle befreien. Ach, das sollte so ein Effekt sein jetzt, dass das Bild hoch und runter geht. Ganz furchtbar. Wird einem richtig schlecht von. Schade, so schade. Ich habe mich eigentlich drauf gefreut. Weil ihr wisst ja, ich bin schon so ein bisschen so ein Horrorfan, ne? The creatures of darkness never accepted their death. No, they are walking beyond the living until the end of all time. Loading. Ja. Was zum... Ich habe Angst. Aber mir ist gleichzeitig auch schlecht, das bremst natürlich so ein bisschen die Gruselsituation, weil halt die Bewegung, die Schwankbewegung vom Körper in diesem Spiel simuliert werden, ne? Das macht die ganze Sache kaputt. Was genau hat denn das gebracht? Come closer. Ih, was ist denn das? Was läuft denn hier? We are waiting for you. Oh, fuck, ist das eklig. We are hungry. Bah. Das ist ja mal richtig eklig, oder? No much, so much hunger. Oh oh, da ist einer. Da ist einer. Ih, guck mal. Ah! Fuck, ich geh. Ich bin weg. Guck mal, wie eklig. Scheiße, scheiße, scheiße. Wuhu! Ich hab ja nichts in der Hand. Ich kann dem ja nichts draufhauen. Jetzt rennt er mir wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinterher. Nee, er hat's aufgegeben, der Idiot. Tschüss. Oh, er hat's aufgegeben. So, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich irgendwie gerade laufe. Jetzt muss ich nach rechts drücken, um gerade zu laufen. Ich meine, geil, es sieht schon cool aus, ne? Diese ganzen fiesen Kreaturen und alles, diese Köpfe hier. Und das ist schon wirklich verrückt. Aber das bringt halt so nichts, ne? Schade. Hier halt auch diese Fehler, wo der Nebel da aus und angeht. Oh, jetzt können wir... Oh, wir können rennen. Okay, der Gang sieht wirklich hässlich aus. Boah, jetzt... Da musst du wirklich resistent gegen Motion Sickness sein, wenn du das hier in der Geschwindigkeit rennen willst. Boah! Sorry, wenn ich so komische Wege gehe. Ich muss immer gucken, in welche Richtung ich den Thumbstick drücken muss. Junge, 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 warum nur? Four Hearts. Jetzt muss ich sogar zurückdrücken, damit er nach vorne geht. Was vor... Wir müssen... Vier Herzen oder was? Ist das eins davon? Ja! Wie kann ich das aufheben? Ja, ganz großes Kino. Ich sehe auch meine Controller nicht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Leute, ich glaube, wir lassen das lieber sein. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das funktioniert halt einfach überhaupt nicht.
Das ist so, so schade. Sehr, sehr schade. Ich meine, das sieht toll aus. Vielleicht kann man mal gucken, ob das irgendwie demnächst noch geupdatet wird. Was ich aber nicht glaube. Da müssen wahrscheinlich die Herzen drauflegen. Aber was bringt das, wenn ich die nicht einsammeln kann, ne? Tja, Leute. Da machst du nix, ne? Ich zeig das nochmal ein paar Minuten, zwei, drei Minuten auf meinem englischen Kanal, wie schlecht das ist. Und dann gehen wir mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Death Gasp VR. Furchtbar, wie man ein Spiel so verhunzen kann. Es ist so schade. Man sieht das ja hier, das sieht richtig cool aus. Ich mag ja solche gruseligen Sachen, aber alles versaut. Angefangen von Grafikfehlern, Steuerung, Lichtfehlern, alles. Alles kaputt. Ich verstehe nicht, also, das haben die nicht getestet. Hier steht ja sogar die Valve Index dabei, das macht die Sache noch schlimmer. Spart es euch einfach. Brauchen wir nicht länger drüber zu reden, spart es euch. Vielleicht, wenn man, gucke ich in einem Jahr nochmal rein, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass die das ernst meinen irgendwie. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, lasst bloß die Finger jetzt mal davon. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Dann Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de